Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom Hof Kneisel, unserem Realismus-Selbstversuch auf der Ellerbach V2. Und ihr seht's, wir gucken gerade so ein bisschen Pflastersteine an. Das hat natürlich seinen Grund, denn ich möchte mit euch einen kleinen Wow-Effekt generieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und willkommen in einer umgebauten privaten Version von der Ellerbach V2. Ich hatte irgendwie Lust, so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Atmosphäre reinbringen. Und ihr seht es, wir sind jetzt ein bisschen, ja, bergiger unterwegs. Ich bin gespannt, wie du da draußen auf das Ganze reagierst. Mir persönlich gefällt es unheimlich gut, weil das hat so ein bisschen, es fügt sich, glaube ich, ganz gut ein in das, was wir hier haben und uns aufgebaut haben. Und gerade wenn ich so den Blick darüber schweifen lasse, herrlich. Da könnte man gerade mal direkt so einen kleinen Screenshot machen. Gehen wir ein bisschen reinzoomen. Gerade wenn der E-Grad da hinten so fährt, guck mal, wie schön es aussieht. Herrlich. Gefällt mir gut. Kurz vorab, bevor wir loslegen, ich bin in einer Aufnahmesession, weil ich gehe in Urlaub und produziere da ein bisschen vor. Ich habe im Off Folgendes gemacht. Und zwar habe ich mir nochmal ein bisschen mit dem Thema Mist beschäftigt. Und das Ganze, egal was ich mache, ich habe zum Beispiel die Mistplatte eliminiert. Ich habe eine neue platziert. Ich habe alles Mögliche versucht, Menu Fix mit reingenommen. Ich habe sogar einfach eine Standard nebenhin geparkt. Es wird irgendwie kein Mist mehr produziert. Und ich weiß nicht warum. Wenn wir ganz kurz reingucken. Wir sind bei den Melkstandkühen. Wir haben 100% Produktivität. Es ist Stroh drin. Es ist Futter drin. Also grundlegend sollten meine Vieh jetzt eigentlich um die Wette kacken, als gäbe es keinen Morgen nicht mehr. Jedoch tut es nicht mehr. Ihr seht, ich habe hier jetzt die Mistplatte eliminiert und rausgenommen. Und heute waren wir so ein bisschen Baufolge machen, mal wieder. Also wir werden uns in Schulden stürzen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir werden trotzdem hier und da ein bisschen was probieren. Das allererste, was wir probieren müssen, ist nämlich hier oben. Das habe ich, glaube ich, gefixt. Ich habe zumindest einen Fehler gefunden. Was mich halt wundert ist, dass es beim letzten Mal dann trotzdem funktioniert hatte. Also ich glaube, da habe ich den Bug umbackt, sozusagen. So. Also, dann können wir das nämlich mal ganz kurz anschließen. Wir haben gesagt, hinten Gülle rein und vorne Gärreste raus. Jawohl. Und wir könnten vielleicht ein Muggersickerle näher erfahren. So, in Hoffnung, dass wir hier einmal das Ganze abdocken können. Zack, zack. Und dann kommst du hier vorne hin. So. Und du darfst dahin. Dann einmal Abschieber auf. Und Abschieber, ich glaube, der hat schon selber aufgemacht, oder? Und jetzt, tata, es geht. Also, das heißt, wir können jetzt hier wieder Gärreste sozusagen abpumpen. Das ist schon mal schön. Das heißt aber auch für uns, wir können hier den Ausgangsmodus ändern wieder. Und zwar erstmal auf Behalten wieder. Eigentlich ganz einfacher Punkt. Ich hatte in der XML Degistate zwar eingetragen, aber zweimal ein D. Also rein theoretisch hätte es gar nicht funktionieren können damals. Nun ja, it is what it is. Hauptsache, es funktioniert. Also, Problem 1, abgehakt. Kennt ihr noch Finn Kliman? Irgendwie so heißt er doch. Der hatte auch immer mach deine Scheiße Tag. Und den machen wir heute. Wir packen alles so ein bisschen rein. Wir haben jetzt uns um den Hintergrund gekümmert. Wir haben hier den Fehler eliminiert. Mistplatte wird das nächste sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Range oder irgend sowas zu tun hat. Deswegen, wir können mal gucken. Ich nehme jetzt mal Silos. Und dann packen wir uns eins hin. Ich möchte hier direkt schon mal spoilern. Ich habe erweitertes Silo schon getestet. Nur das hier habe ich noch nicht getestet. Das bloß mal so by the way an der Stelle. Könnten das aber, glaube ich, auch hier reinpacken. Das wäre nicht vielleicht nicht schön, aber praktikabel. Das kostet nämlich bloß 2000 Euro. So, das packen wir mal da rein. Das ist jetzt halt so ein bisschen doppelt gemobbelt, aber nichtsdestotrotz. Jetzt spulen wir mal ganz kurz vor, um zu gucken, ob da ein bisschen Mist kommt oder nicht. Ich speichere mal kurz. Also ich bin jetzt gerade extra nochmal runter vom Spielstand und wieder rein. Die kacken einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht warum. Also wenn ihr da eine Idee habt, immer her damit. Gut, dann habt ihr mir gesagt, Yogi, wie wär's denn, wenn du die Bullen eventuell in einen extra Stall packst? Und die Idee fand ich gar nicht so verkehrt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Haben wir? Wir haben die Weide noch, ne? Wir strukturieren uns nochmal ein bisschen um. Ich weiß, ihr werdet denken so, der Yogi, was kann der sich mal entscheiden? Aber neue Dinge braucht das Land. Bedeutet, wir verkaufen das hier. Und dann ist es auch vom Pachten her die 182. Die 182 Pachtmod. Wo waren das drin? Da. Die 182 oder in unserem Fall 172, 182. Die da. Pacht auflösen. So. Jetzt sind wir wieder soweit d'accord mit dem Ganzen. Kriege ich da auch noch Geld dafür? Nein. Na schön. Aber dann ist sozusagen Status quo wiederhergestellt. Also ich finde, das fügt sich super ein. Mit dem Hintergrund. Mensch, da können wir gleich nochmal einen Screenshot machen. Guck dir das an. Sehr schön. So. Das heißt, wir könnten jetzt uns überlegen, ob wir hier drüben etwas hinpacken. Und zwar habe ich mir da was rausgesucht. Tiere, Kühe. Und dann müsste hier irgendwo, hier, ein, der heißt zwar Kälberstall, aber da kannst du logischerweise auch große Tiere reinpacken. Der würde, glaube ich, so zu unserem Hof ganz gut passen. Jetzt wäre dann klar die Frage. Alle Fragen. Da laufen die Kühe drin rum. Da werden wir irgendwo füttern müssen. Ich glaube, wir machen den Zaun erstmal weg. Also, ist eine herrliche Folge. Gefällt mir jetzt schon. Ein Minusgeschäft hoch 10. So, machen wir hier ein bisschen Platz. Das Stück können wir auch noch wegmachen. So, das andere lassen wir erstmal. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Geld. Dann können wir nämlich dort unsere Bullen reinpacken. Das ist mir klar, dass ich nicht genügend Geld habe. Vielleicht können wir das auch so ein bisschen im Anschluss so, ne? Dass das Ganze noch ein bisschen kompakter wird. Heißt, wir brauchen jetzt ungefähr 40.000 Euro. Weiter ist halt so, dass wir erst den Kredit getilgt haben. Aber es soll ja spannend bleiben, Freunde, ne? 1, 2, 3. Nein, ich will doch nicht tilgen. Kredit aufnehmen, du Bolle. 1, 2, 3. Das ist, na klar, eine Investition, die auf jeden Fall auf 10 Jahre geht. Kredit abschließen. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den Stall. Wir haben das Raster drin, dass sie auf jeden Fall parallel steht. Und jetzt hätte ich die gerne vielleicht irgendwie so. V.
Zack. Egal, kriegen wir irgendwie hin. Und zwar Bodenanpassung. Wir brauchen es auf diese Höhe. Das heißt, wir drücken hier jetzt die rechte Maustaste und dann gleich wieder die linke Maustaste. Und dann können wir das, wenn wir Glück haben, so ein bisschen außer rumkletten. Schon mal fast gut. Dann holen wir uns die Höhe nochmal von hier. Jetzt müssen wir das halt ein bisschen größer machen, dass wir da auch innen reinkommen. Leider Gottes, da ist nämlich nur so ein Muggesickeli. So, das übliche Muggesickeli fehlt. Gut, dann können wir... Oh, ich mag solche Folgen, ne? Ich mag es einfach ungemein. Mal so zwischendurch ein bisschen auch bauen und tun und machen. So, hier können wir wahrscheinlich rein. Wir können ja auch hier so ein kleines Vorplätzle machen. So. Dann würde ich vorschlagen, dass wir außenrum an der Seite auf jeden Fall so ein bisschen ein Schottel machen. Kann man das ein bisschen kleiner? Ich glaube, im Kreis ist es ein bisschen. Keine Sorge, das wird gleich noch. Geduld. Dann nehmen wir noch ein bisschen sowas mit. Ach, das kostet uns halt auch alles Geld, ne? So, was haben wir da sonst noch für einen Schotter? So ein bisschen dunklen haben wir noch hier drin. Das muss nicht alles perfekt sein, ne? So. Dann noch ein bisschen Dirt mit rein. Dass ich es zumindest so ein bisschen an die Umgebung anpasst. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, wir haben da das hier noch so ein bisschen drin. So. Und dann haben wir auf jeden Fall noch so ein bisschen den dunkleren. So einen dunkleren Touch drin. So, und jetzt haben wir ja hier, wie vorhin gesehen, auch ein flaches Gras. Das können wir hier so ein bisschen verteilen, dass sich das halt auch von innen nach außen so ein bisschen plattgefahren anfühlt. Da stehen wir. Das müssen wir später noch machen. So, dann haben wir hier schon mal so einen kleinen Vorplatz. Das hier an der Seite würde ich wieder regulär machen. So. Auch nicht. So, und das ist einfach so ein bisschen zu isch. So. Ey, es ist jetzt nicht schön. Ich bin jetzt nicht gerade der beste Ingame-Bastler. So. Dann machen wir hier vollends das Ganze wieder auf Status Quo. Ich glaube, das müsste das hier sein. So. Ach, ich sollte viel öfters Ingame mal was machen, ne? Mach doch ein bisschen Späßle. So, hier machen wir so ein kleines bisschen. Vielleicht mal halt so bloß ins Nötigste hineinlaufen. Ne? So hier außen rum, so boop. Und dann haben wir schon mal das. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen glätten, weil da kommen wir sonst nicht rein. Da haben wir ein bisschen Schwierigkeit. Landschaft. Wir könnten entweder hier glätten versuchen. Immer dann go arm, ne? So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und wir liegen auch gut in der Zeit.
So. Das heißt, wir könnten das Güllefass hier an die Seite. Ah, da müssen wir noch ein bisschen glätten. Also gerade so schräge hoch. Und ein bisschen glätten würde, glaube ich, ganz gut aussehen. Hier. So, dann können wir nämlich hier das Güllefass hinstellen. Und dann haben wir hier die Zufahrt. Hier können wir unsere Schlepper mal kurz auf die Schnelle unterstellen. Und dann batzt es. Sehr schön. Also das wollte ich eh auch schon lange mal irgendwie in die Richtung was ändern. Schade, dass es mit dem Mischnetz klappt. Also wenn ihr da eine Idee habt, gerne her damit. Die verkaufen einfach wieder, dann haben wir wenigstens nur ein kleines Taschengeld. Aktuell werden wir kein Mischt aufnehmen. Und ich habe noch keine Idee, wie wir das lösen können, das Problem. In dem Sinn wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, zu der neuen Ausrichtung von unserem Hof. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge wieder. Pfiat euch.